Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mit einem Werbevideo. Ich wurde dafür nicht gesponsert, ich habe mir selber gekauft. 30 Euro unten in der Videobeschreibung. Ich brauchte unbedingt einen Handstaubsauger für mein Auto. Ich hasse das nämlich, immer mit dem Kabel hier aus der Garage Staubsauger zu holen. Das schwere Ding, ihr wisst schon, das ist umständlich, unhandlich. Und da habe ich mir gedacht, ich lasse mir jetzt den hier raus. Mit Akku, voll aufgeladen ist er nicht. Ohne Beutel, kannst du jederzeit ausleeren. Saugkraft vom ersten Probesaugen. War okay, nicht absolut begeistert gewesen, weil ich habe schon gedacht, er zieht mir die ganze Hand rein, dann wäre ich erst begeistert gewesen, aber so weiß ich jetzt nicht wirklich, was ich von halten soll. Die Auswahl an Handstaubsaugern ist ja wirklich auf Amazon gigantisch. Ja, irgendwie macht jeder solche Staubsauger, kommt mir vor. Der Hersteller hier heißt Audu. Audu. Wenn man das so richtig ausspricht. Wenn nicht, dann ist es mir auch fast egal. Wie gesagt, ich werde nicht gesponsert, selber gekauft. Ich teste ihn aus, ich checke es aus, wie er saugen wird. Und ansonsten werde ich mir einen neuen holen und den testen. Also einfach mal Probestaubsaugen, weil es bleibt nicht aus. Dreck im Auto bleibt nicht aus. Kein Mensch kommt dem Dreck aus. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier unten mal den Test. Ihr seht es ja hier. Ja, es ist alles wirklich sehr dreckig, gell? So, jetzt machen wir mal den Probestaub. Den Probesauger. Vorsichtig, vorsichtig. Wow. Und. Also wow, das habt ihr jetzt hier live mitgesehen, gell? Hier schön drin gesammelt, gell? Also wow, also der hat echt das Stückchen jetzt, was ich hier gesaugt habe, picobello sauber gemacht. Also da bin ich jetzt echt überraschter, als ich gedacht habe. Also wow, nicht schlecht. Für den Preis für 30 Euro, natürlich kommen wir zu Punkten dazu, wie lange hält der Akku? Wie lange hält er allgemein? Ne? Ein Monat, zwei Monate, Jahre? Auch so ein Ding, das kann ich euch jetzt hier nicht sagen. Jedenfalls jetzt vom Saugen her, von der Saugkraft, Bombe, mega. Ich sauge jetzt hier natürlich nicht weiter, weil das ist eine Matte, die klopfe ich aus. So schlau bin ich schon, das weiß ich einfach nur zum Probeeffekt. Ich werde jetzt einfach mal mein Auto aussaugen mit dem Teil und dann gebe ich nochmal Bescheid. Ja, der Akku ist aber nicht voll aufgeladen. Ich müsste den voll aufladen, dann zum Testen, was der Hersteller angibt. Checkt einfach unten in der Videobeschreibung nochmal die Daten aus. Aber so vom ersten Saugen her, echt gutes Teil für 30 Euro super, weil es gibt ja auch welche für das Doppelte, 60 Euro, 150, 300, 3000 vergoldet. Musst du wissen, was du da rauslässt, ne? Für einen Benz natürlich. Bräuchte man natürlich schon einen vergoldeten eigentlich. Aber naja, ich bin nur ein kleiner YouTuber, daher tut's der auch. Spaß. Ich würde sagen, ich saug noch eine Runde. Also. Mega gut, absolute Empfehlung von mir mit den verschiedenen Aufsätzen noch dazu. Richtig, richtig gut. Saugkraft reicht voll aus, um ordentlich sauber zu machen. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Hier noch mit dem verschiedenen Aufsatz hier, mit der Bürste. Ey, echt richtig, richtig gut. Kann ich echt nur empfehlen. Wenn man jetzt natürlich ein richtig krass dreckiges Auto hat, würde ich vielleicht doch auch empfehlen, dass man sich einen fetten Staubsauger holt. Das ist jetzt nicht wirklich das Gerät dafür, dass man komplett das Auto von hinten bis vorne durchsaugt. Das ist, da hat er nicht genug Leistung. Aber wenn du mal so irgendwie was hast, keine Ahnung, irgendjemand von den Kindern tut ein bisschen bröseln. Weißt du, was ich meine? So eine kurze Aktion, dass du kurz was wegsaugen musst. Absolut perfekt. Und für 30 Euro, wie gesagt, ein Traum. Supergeil. Check einfach aus. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Kann ich echt nur empfehlen. Gönnt euch, gönnt mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Mr. Mike Production. 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 Mr. Mike Production.
Mr. Mike Production. Mr. Mike Production. Yo, Mr. Mike Production.